Hilfe! Hilfe! Mein Haus wird von einem Geist heimgesucht. Ich brauche die Ghost Encounters. Okay, perfekt. Leute! Wir haben Auftrag reingekriegt! Die Leute vom Ridgeview Roadhouse haben gesagt, wir haben ein zweistöckiges für Schlafzimmerhaus mit Keller. Und die haben die Bestätigung über einen möglichen Geister-Dings gekriegt. Also beim Geist. Der Geist klingt gefährlich, also seien Sie sehr vorsichtig. Sammeln Sie Beweise und verlassen Sie den Ort so schnell wie möglich. Aber der ist aggressiv, ne? Da will ich nicht hin. Ja, der kann dir gar nichts tun. Ich bin nämlich. Ja. Solange du auf dich aufpasst. Okay, solange du wild bist. Du weißt schon. Nun komm schon. Sei ready, Brille. Sei einfach ready. Ach so, lol. Man kennt ihn. Habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Barbara Jackson. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern oder ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal und vergessen Sie nicht, hinterher reinzuschreiben, what's goes. Wollen wir Zweierteams machen? Oh, Zweierteams? Ja. Das ist der Untergang eines jeden Horrorspiels. Auf jeden. Ja, aber Horrorspiele mit Überwachungskameras und Stuff. Ich dachte, einer bleibt immer hier im Wagen und der andere geht. Ja, aber dann, guck mal, dann ist der eine mit 100% Sanity und der soll dann alleine reingehen, oder was? Ja. Ja, okay, komm, dann gehen wir zusammen. Nick und ich? Nein, Mann, ich will mit jemandem mit Selbstvertrauen gehen. Ich hab Selbstvertrauen. Ich hab selber mega Schiss, Digga, lass. Guck mal, dann nehme ich die Cam noch mit. Ja, wir brauchen zwei starke Jungs. Hallo. Brille, gehst du mit mir? Ja, ich hab jetzt so einen Schlüssel gefunden, den ich kann dir die Taschenlampe geben, wenn du hier bleiben solltest. Was? Wir gehen da auch rein. Nee, wollen wir nicht zwei Teams rein? Ja, zwei Teams rein, oder? Ja, doch. Nein, ja. Zwei bleiben hier und checken das Ding aus. Zwei? Ja, weil vorhin war ich alleine hier. Ihr wart alle auf Sanity 30 und ich war auf 100. Ich bleib auch hier, weil ich sterb sonst wieder als erstes. Ja, ja, perfekt, dann bleibt ihr Brille zwei da. Brille und ich gehen rein. Oh, die haben so geile Lampen, die sich von der Sonne aufladen und dann nachts automatisch angehen. Ja, Mann, die haben meine Ellies irgendwo. Mega accurate. Ja, Mann. Seht ihr uns auf der Veranda? Ja, klar. Ja. Alles klar, ich mach nächste Kamera an, schon mal. Das sieht so perfekt. Geil aus, Alter. Magst du die Map in der Dings behalten, Nick? Okay, wo haben wir einen langen Flur? Sag mir, wo ein langer Flur ist. Ja. Machst du zu? Warum machst du zu? Wenn wir hier rausrennen müssen? Ich bin doch ein Türenfetischist in Games, Mann. Das ist ein fucking Reflex. Hinter euch müsste eine Treppe sein, wenn ihr euch das interessiert. Ja, die geht in den Keller, ne? Ist da ein langer Flur hier? Hier liegt so ein Knochen. Guck mal, hier liegt so ein Knochen. Warte, ja, hier ist so ein Flur, der bis in das Schlafzimmer geht. Geistermiete auf zwei? Auf ein. Wie kann ich dir denn da hin? Fünfer! Aktivität ist auf fünf! Aktuelle Gesamtaktivität ist 5, ja. Ja, ist von 1 auf 5. Hast du da hingestellt? Also, du musst hingucken, damit links Klick gedrückt halten. Er ist auf 9. Um die zu drehen und mit F kannst du. Aktivität auf 9, hallo. Okay. 9. Okay, geh wieder runter auf 8. Mit F kannst du die positionieren. Hier, es schlägt wieder aus. Ich nehme mal den Kamera. Seht ihr gut mit der Kamera? Die Kamera ist aus. Fuck. Er ist wieder auf 4. Du musst sie nur anklicken. Seht ihr gut? Oh, hier ist 5. 4. Ja, ich hab den kompletten Gang im Blick. Sehr gut. Dann lassen wir erstmal die zweite Kamera aufstellen und dann rausgehen und beobachten, oder? Leuchte mal bitte auf den Schrank hier vorne, hinter dir am Ende vom Gang. Hast du keine Taschenlampe dabei? Nee, Mann. Vielleicht. Was ist da rechts um die Ecke? Ist da was? Ist der Gang gut? Ja, ne? Sieht gut aus. Wenn du möchtest, dass wir gehen, mach das nicht an und raus. Ey, ist das okay, dass wir hier sind, Geist? Oh, die war unten, ne? Hast du das Licht auf 2? Das Licht hat geflackert, Bro. Auf 3. 2. 1 Minute 40. Was sagt unsere Sanity? Deine 92, Brille seine 89. Ich probiere mal die Dings aus. Also hallo, beide ist bei 90. Da jemand? Hallo? Jetzt halt du mit mir reden, wenn du da bist. Hey, Ghosty Mosty, bist du da? Kannst du mit mir sprechen, wenn du da bist? Bis auf 1. Hallo.
Barbara! Barbara Jackson, kannst du mit mir sprechen? Bist du da? Er ist auf 4. Oh, fuck. Fuck! Ach, habt ihr Zeit, ne? Besser. Alter, die Tür. Auf 5, 4, geh wieder runter. 30 Sekunden. Barbara, bist du hier? Ist auf 4, 3, 2 gesprungen. Barbara, bist du hier? Bist du hier? Fuck, ich geh hier wieder raus. Komm mal noch. Densität noch, beide so 80, 90. Ist wieder auf 0 gesprungen. Oh, 5. Voller Ausschlag. EFM? Ist wieder auf 4 gesprungen. 5er EFM ist auf jeden Beweis schon mal. EMP, EMF auf 5. Das haben wir safe. Ja. Ich hab keinen, also kalt war's gar nicht. Nee. Also nur EM 5. Sollen wir mal das Buch probieren? Da unten, wo es so abgegangen ist? Einfach in die Küche legen, oder? Dann. Ja, so würde ich fast sagen, ja. Ja, ich versuche nochmal einen Schnappschuss zu erhaschen. Mhm. Ach, ich hab schon wieder Jackson, wie jetzt? Barbara Jackson. Ne? Aber, Digga, sag dich ja die ganze Zeit den Namen. Ja, ich hab's gerade noch ein paar Mal versucht wegen der Box. Ich hab ja einen Raum. Weißt du, wir haben EMF auf 5 und der haut die ganze Zeit raus. Ey, bist du da? Wow, das hat er gehört. Ist auf 4 gesprungen, ne? Hast du das auf 4 gesprungen? Ja. Der hat das Klavier gespielt. Spiel mal eine Melodie. Wenn du da bist, bitte. Kannst du spielen, wenn du nicht da bist. Aktivität auf 4, oder? Ja. Oh, da ist eine Geisterkugel. Ist auf 5 gesprungen. Echt? War da, ist das nur so eine ganz kleine Kugel, oder? Ja. Ja, ich habe eine Geisterkugel gesehen. Wo war der? Auf 1 gesprungen. Oben? In der ersten Kamera. Also Küche. Ich leg mal das Buch dahin, da ist bei mir. Buch. Ja, mach mal. Gott, ist diese Geisterkugel winzig. Okay. Geisterkugel, also kannst du ein Phantom. Ist er jetzt in der Kugel drin, oder? Lieber. Wenn du jetzt halt in die Kamera schaust, in den Raum rechts ist sie rein. Lieber Geist, wir haben dir ein Buch dahingelegt. Falls du Lust hast, uns dich mitzuteilen, dann komm mal ran und schreib was dran. Ich hab so ein Freundschaftsbuch. Schreib mir bitte deine Hobbys und was du mal werden willst später, ja? Danke. Deine Nummer. Geh wieder runter auf 4, 3. Lass mal Camera watchen gehen. Da, hier war das, oder was? Die Geist. Ja, hier vorne rechts ist er dann in die Tür rein, die Kugel. In die? In die. Ist auf 5. Ist eine ganz kleine Kugel nur gewesen. Das ist in die Tür reingegangen? Ja, ist einfach durch die Tür durch. Ach so, sollen wir das Buch da reinlegen, wenn es nicht passiert ist? Ja, wenn es in die Tür gegangen ist, sollten wir es vielleicht in den Raum reinlegen, ja. Geisterkugel. Jetzt kann es Phantom, Djinn oder ein Schatten sein. Ein Phantom ist ein Geist, der von den Lebenden Besitz ergreifen kann. Ach du... Meistens beschworen durch das Ouija-Board. Verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Würde ich fast ausschließen, weil wir keine Gefriertemperaturen hatten. Ja, aber ihr wart doch nicht in jedem Raum, oder? Aber wir waren ja in der Nähe, so. Keine Ahnung. Ja, also ich habe auch kurz überlegt, aber wenn jetzt in den Raum reingeht und es ist nicht kalt, könnte es sein. Ja, doch, klar, als das EMF ausgeschlagen hat auf 5, habt ihr ja keinen Atem gehabt, oder? Nee. Ja. Was haben wir noch? Djinn. Warte. Djinn. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken, ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen, dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Okay. Der braucht aber Geisterbox und die habe ich ausführlich im Dunkeln ausprobiert. Ja, du Verrückter. Ich glaube, das ist der letzte. Was war das letzte noch? Shade. Ein Schatten, Shade. Der Shade ist bekannt als ein schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Schwächen, der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Ja nun, aber... Ich glaube, das ist der. Wenn jetzt das Buch da reinlegt und da steht was drin, haben wir es safe. Ja, wollt ihr mal rein, das Buch? Wollte ich gerade sagen. Auf geht's. Über deine Taschenlampe. Okay, Phantom wäre super, weil wenn ich ein Foto mache, wäre er kurz weg. Das wäre der ultimative Beweis. Gehst du mit, oder was? Ich komme mit, ja, weil ich will ein Foto machen. Leute, eine Ehren... La, 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 la. Okay, danke. Pass auf uns auf. Da rechts ist die Tür. Auf dem kleinen Schränkchen liegt das Buch, rechts. Ah, hier. Steht da was drin? Nee.
Es lag auf dem Schrank. Und das hier ist das Zimmer, wo die Geisterbox rein. Ah, jetzt check ich, wo die Kerne steht. Da ist die Kugel reingeflogen. Dann schmeiß mal das Buch rein. Oder geh da mal mit der Box rein vielleicht. Ich wollte gerade sagen, geht mal raus. Okay. Übel. Hallo lieber Jin. Bist du hier drinnen? Möchtest du vielleicht mit mir reden? Aktivität 0. Muss die Tür zu sein? Ja, ich glaube ja. Geht auf 2. Ich mach die Tür zu, es geht auf. Hallo lieber Geist, kann es sein, dass du ein Jin bist? Möchtest du vielleicht mit mir reden? Da hinten flackert Licht. Nee, hier drin ist gar nichts. Rechts von dir hat Licht geflackert gerade. Genau, ganz hinten am Ende vom Gang von der Kamera. Also ich schließe den Gin aus, tatsächlich. Wie heißt sie? Null. Hier ist das Piano. Barbara? Ja. Kannst du uns hören? Ich würde mich gerne mal oben umschauen. Kennst du die Geschichte der Rhabarber, Barbara? Wie ist meine Sanity? 60. 63. Barbara okay, Jackson. Ich gehe in Ding, Alter. Ich will nicht runter zu 50. Warte mal, stopp da. Warte will jemand die... Nee, ihr seid noch... Ich würde dir gerne die Cam übergeben. Ja. Ja, genau. Okay. Mach schöne Schnappschüsse, aber keine unnötigen. Ja, okay. Ey, hier ist gefrorene Atem. Nein, das ist ein Räucherstäbchen. Ey, die Tür hier rechts ging gerade auf, Bro. Welche Tür? Ich sehe halt nicht. Die Badezimmertür. Nee, die war schon offen. Die war auf. Wir sind auf 3. Ich kann aber das Buch gerne einmal reinnehmen. Der scheint in der Garage zu sein, hä? Bist du bei uns hier im Raum, dann spiel da bitte das Klavier, falls du das kannst. Barbara Jackson, ich hab dir hier ein Buch hingelegt. Möchtest du da vielleicht etwas reinschreiben für uns? Geistaktivität auf 2. Ich komme wieder supporten im Truck. Nee, hier ist gar nichts. Aber der Orb oder was war ja in dem Zimmer? Ja. Oh, Brille! Retro ist ausgegangen, nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Ist angenehmer für die Cam, lass aus. Barbara Jackson, wenn du uns hörst, mach das Licht aus. Retro, deine Sanity. Es hat gespielt! Er hat gespielt, Digga! Barbara Jackson, hörst du uns? Das Spiel. Mann, machst du Picture das denn? Warum Heimst ist da wieder überall Licht an? Ja, achso, der hat angemacht. Das ist nicht dein Ernst. Kommst du dritt? Komm da mit? Doch ein Sinn, weil wir gehen alle rein jetzt. Ja, ich hab den Sensor dabei. Ich will um die Kameras holen, ne? Erst hoch. Das Licht ist echt wieder hoch, an. Hoch, hoch, hoch. Hey, Jungs, hallo. Nein? Wollt ihr nicht? Barbara Jack. Oh mein Gott. Das Hallo war nicht an den Geist gerichtet, ne? Das hat's ja jetzt gehört. Tut uns leid, dass wir in dein Haus eindringen. Es ist eine Aufgabe. Besser in dein Haus als in dich. Das ist der erste Geist, der nicht die ganze Zeit das Licht da ausmacht. Ja, ne? Ich mach jetzt eine Tür zu, wenn ich es jemals schaffen sollte. Ne? Okay, nein, Spiel. Musst du gedrückt halten, ne? Unser. Es liegt, 2. Hat jemand Kamera am Start? Die ist hier drin. Ey, das zeigt dir an. Hier, der in den Raum. Achso, lol, warte, ich mach wieder auf die Tür. Sorry. Hier dem Raum. Hier. Hier ist 5! 5! Hier drin in dem Raum muss sie sein. Da piept's 5. Warte, ganz kurz. Komplett 5. Lass mich raus, Tür zu. Barbara, kannst du uns bitte was in das Buch reinschreiben? Wow, das Licht ist gerade da drin angegangen. Komm, versuchen wir es nochmal. Oh, hier liegt ein Schlüssel. Als ob wir da alle reingehen jetzt. Es fiebt halt übelst hier drin. Ja, will jemand da allein reingehen? Nee. Aber ich riskiere. Komm. Okay. Viel Spaß. Respekt. Hallo Barbara. Oh mein Gott, sie ist hier drin. Soll ich raus? Nein, lass sie. Ich glaube, ich bin eingesperrt. Oh mein Gott, ich habe sie gesehen. Das ist so eine alte Oma. Okay. Ich will auch rein! Sie stand da in der Ecke und hat ihren Kopf gedreht, Alter. Nee, ich will doch nicht rein. Geist ist eine alte Oma. Daniel, geh mal rein für die Aufnahme. Okay, sorry. Ich muss nochmal mit dir reden. Wo ist mein... Hallo Barbara, kannst du mich hören?
Barbara, hörst du mich? Die ist da! Mach Foto! Foto, 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 Foto! Der ist eingeschossen, Daniel! Mach Foto! Hast du ein Foto gemacht? Nein, er hat kein Foto Die steht gemacht. In dir! Die ist da! Ich bin tot! Hilfe! Daniel! Digga, die kommt mit Sichel! Die kommt mit Sichel! Fick die Hände, Alter! Boah! Hab ich mir. Alter! Get the fuck out of here! Hey, kommt die raus oder wie? Nice, wir sind eingeschlossen, Digga! Tür ist auf, ich hab aufgemacht! Hallo, danke! Aber Leute, wir waren zusammen, also. Ja, vielleicht ist doch die andere, aber. Das heißt ja nur, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ja, gut, stimmt. Ja, stimmt. Aber Mann, das ist eine drin. Oma, Alter. Das ist so eine alte Oma. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie auch gesehen. Das war eine Oma mit Sichel. Ja, die hab, ich hab nur den, tatsächlich den Kopf gesehen. Ja, Digga, da würde ich sagen, wir haben keins gemacht, der Aufgaben, aber... Ja, dann Shade. Ja, naja, okay. Oder... Wobei, ich weiß halt nicht, wie krass die reagiert, weil ich hatte jetzt die Geisterbox draußen. Und hab ja mit ihr geredet, dann habe ich sie gesehen. Ein schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Es ist hier! Als ob. Digga, verpiss dich. Die ist 100% hier, Digga. Ist das vielleicht meine Dings, weil ich hier bin? Nee. Das kann auch sein. Geh mal weg. Aber im Haus macht Licht, klick, klack. Die ist da auf uns, ja? Es piept hier, nur hier. Okay, ist jetzt weg. Dem Ort, das, genau, dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeit. Aber das haben wir nicht gemacht. Nee, aber er hat die ganze Zeit das Licht angelassen, damit er seine Fähigkeiten am Start hat. Der ist der Einzige, der nicht den Strom ausgemacht hat. Stimmt schon. Ja, aber es gibt doch einen Unterschied garantiert, ob ich sage, ich mache Licht aus oder ich mache den Strom aus. Ja, nein, aber wenn er den Strom ausgemacht hätte, wäre das Licht ja auch aus gewesen. Aber das Licht hat er die ganze Zeit angelassen. Alle anderen Geister haben immer Strom ausgemacht. Ja, ja. Das würde auch erklären, warum er aufgetaucht ist, als die Geisterbox in der Hand hatte. Dann nehmen wir den Djinn. Ja. Ja. Oh, wenn wir noch gerecht hatten. Was, du 30 Geist Dollar? Geist, war ein Djinn. Yes. War ein Djinn. Nice. $30, Digga. Ja, Mann. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zu Ghost Encounters. Alter.